Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. So, wir rennen sofort mal los und begeben uns jetzt zu dieser Mission, nämlich zur Botschaft der Republic. Was ist denn das hier? Voss Wissensobjekt. Na, machen wir mal. Sehr schön. Ein paar Vermächtnispunkte bekommen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das hier nehmen, nicht wahr? Ja. So, dann schauen wir uns mal kurz an. Jawohl, wir müssen hier über die Brücke rüber. Und dann geht's auch schon direkt zum Vosslager. Was? Ah, okay, gut. Ja, wie ihr seht, Level 65, Level 48 wäre es eigentlich vorgesehen. Also wir sind meilenweit eigentlich über... das ist so unglaublich. Hupala. Meilenweit über dem... Was? Wir müssen eigentlich... Achso, wir müssen runter und dann links. Ah, ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen geirrt. Dann machen wir das mal hier so. Klack, klick und zack. So, und da wären wir auch sogar schon. Jetzt sprechen wir mit dem mal. Fremdling, ihr seid zurückgekehrt. Diese Angelegenheit muss in Voska geklärt werden. Botschafter Yannick ist weiterhin auf seinem Posten. Ich habe die Entwicklungen in Gormakos verfolgt. Ihr habt der Republik alle Ehre gemacht. Die Kanone der Gormax schweigt nun. Voska ist sicher. Wir sind euch dankbar. Ist euch bewusst, dass der Gormak-König Visionen hat? Raid Saar hat von dem Angriff berichtet. Sein Bericht war verstörend. Jokal wurde so weit wie möglich von den Voss entfernt eingesperrt. Anscheinend ist er auf euren Befehl hier. Jokal sollte nicht hier sein. Er ist kein Voss. Ja, selbst wenn. Vielleicht kann er mit den Visionen weiterhelfen. Wir müssen mehr über seine Visionen erfahren. Er kann uns nicht antworten, wenn er tot ist. Seine Worte bringen Zwietracht. Jokal hat vielleicht gewusst, dass die Kommandos euch nicht erreichen würden. Er konnte aber nicht wissen, dass sie Raid Saar kontaktieren würden. Die Mystiker stimmen zu. Jokal hatte Visionen. Die Visionen würden die militärischen Fortschritte der Gormax erklären, seit Jokal die Führung übernommen hat. Jokal wollte seine Gabe nutzen, um alle Voss zu zerstören. Die Visionen müssen aufhören. Die Mystiker haben schon viel länger in die Zukunft geschaut als Jokal. Die Mystiker sehen nur. Die Gormax sind Krieger. Jokal sagte, dass seine Visionen nach einer Reise in die Albtraumlande begannen. Was auch immer sie hervorgerufen hat, muss sich dort befinden. Geht in die Albtraumlande. Folgt Jokals Weg. Zerstört die Quelle. Na geil. Was auch immer Jokal dort gegenüberstand, ich werde es aufhalten. Es muss einen Weg geben. Die Albtraumlande sind ein Ort der Dunkelheit. Die meisten werden dort wahnsinnig. Die meisten werden dort wahnsinnig. Und da sollen wir hin, wo einem wahnsinnig wird? Nee, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Aber dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal los. Was haben wir denn überhaupt da? Schön Schülchen, bringt uns nichts. Das kann auf die Verhökerliste. Wahrscheinlich genau wie das hier, Verhökerliste. Oh, ein Helm. Ein Helm, den... Ich glaube, das ist das hier immer. Hier. Und der kann jetzt damit ausgetauscht werden. Der hat zwar nur... plus 13 Angriffskraft, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich wieder zusammenschlagen. Aber Beherrschung, Ausdauer und Schnelligkeitswert sind in dem Falle einfach mal ein bisschen höher. Deswegen nehme ich das und ich denke mal, bei plus 10 ist das nun wirklich kein großer Unterschied mehr. Dieser hat keinen Gegenstand und kann verkauft werden. Hier haben wir noch viele andere Sachen. Kleiner Einfluss gewinnen, kleiner Einfluss gewinnen. Okay, so machen wir einfach mal den XP-Booster an. Dann haben wir mal ein bisschen Power unter der Haube. Na, dann gehen wir mal hier raus. Klack, klack, klack. So, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ja, beschafft den Kristall oder betritt die Ritualkammer. Jetzt versuche ich einfach mal...
Aber wo müssen wir am besten hin? Ah, okay, wir müssen jetzt wieder eigentlich über die Brücke. Danach da hinten hin. Was machst du denn hier, zwielichte Person? Ich glaube, da hilft kein anderer Weg dran vorbei. Wir müssen leider hinten hoch. Wir können zwar die Schnellreise benutzen, aber was würde uns das bringen? Vielleicht ist das sogar ein Ort, den wir noch gar nicht entdeckt haben. Und dann können wir gar nicht dorthin eine Schnellreise machen. Beziehungsweise hier die Schnellreise. Und dann, tja, Pech gehabt. Dann haben wir das nämlich umsonst ausgegeben. Deswegen müssen wir nicht unbedingt machen. So, zack. Jetzt springen wir mal hier hoch. Da lang. Sehr schön. Und wie lange hält es jetzt? Ich glaube eine halbe Stunde, oder? Jawohl. Genau, und hier, diese Zen-Stapel, ich weiß, beziehungsweise diese Zen-Stapel. Ja, natürlich. Kann ich das machen? Ob die mir dann noch die Sache ist die, inwiefern können sie mir jetzt noch weiterhelfen? Ich bin schon so hoch vom Level her, würde ich sagen. Du verstehst. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Und wie ich es ahnte. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Gehen wir jetzt dahin. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Zack. Jetzt gehen wir mal lieber dorthin. Dort ist es ein bisschen besser. So, dann wollen wir mal. Ja, wie gesagt, mit den Zentrierungsstapeln. Ich kann schon verstehen, dass ihr dann sagt, so, hey, benutzt deine Zentrierungsstapel doch mal. Die geben dir vielleicht so ein bisschen mehr Power und so. Ja, schon. Aber man schaue einfach, wie gesagt, auf mein Level und auf meine Rüstung und alles Mögliche. Und dann erklärt sich das, glaube ich, auch sogar schon alles ganz von alleine. Ich brauche, glaube ich, das gar nicht. Denn bei dieser hohen Levelung, für die Level, wo ich jetzt bin, lohnt sich das nicht so ganz wirklich. Ja? Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht direkt immer sofort mache. Ist halt so. Na? Dann wollen wir mal. Na, das machen wir mal hier aus, das nervt nur noch. So, jetzt können wir entscheiden. Ich glaube, wir gehen als erstes. Beschaffe den Kristall und betritt die Ritualkammer. Wir machen mal zuerst den Kristall. Ich würde sagen Kristall und jetzt nehmen wir das hier. Ja. Cool, den habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das für ein Planet hier? Ich soll garantiert im Index nachschauen, was das ist. Ah, der sieht cool aus. Der hat sogar, ich glaube, der hat sogar sein eigenes... seinen eigenen Gürtel, seinen eigenen Asteroidengürtel. Wobei es lustig ist, nennt man das direkt Asteroidengürtel eigentlich? Ich glaube eigentlich nicht. Oder der Saturn hat seinen eigenen Gürtel. Aber vom Saturn her ist er ja immer mit kleinen Eispartikeln, Staub und Dreckpartikeln ist er eigentlich hauptsächlich. Und natürlich auch kleinen, etwas größeren Brocken natürlich. Aber so an sich, ich glaube, das nennt sich wirklich nur Asteroidengürtel, oder? Sollte so sein. Ja, natürlich doch. So. Lalala. So. Boah, ich mag immer diese langen Fahrtwege nicht. Schade, dass es da, wie gesagt, immer noch nicht so eine Möglichkeit gibt. Ach so. Ah, egal. Okay, hier hatten wir eine H+2-Mission. Jetzt könnten wir entscheiden, ob links oder rechts rum. Wir nehmen gleich Querfeld ein. Alarmiert. Es sind Feinde in der Nähe. No, nein, wirklich. Okay, ich glaube, wir haben hier eine Schalucht. Ich glaube, dann müssen wir jetzt einmal außen rum. Wir wären beinahe runtergegangen. Das Albtraumland. Ja, fühlt sich wirklich so ein bisschen merkwürdig hier an. Also ein bisschen düsterer, gelber, ein bisschen niederschlagener. Foranticus Zermalma. Der sieht eher aus wie diesen anderen, den wir hatten. Diesen großen, sag ich jetzt mal, Endboss oder Endgegner. Nee, bitte verarsch mich jetzt nicht und sag mir, ich komme da nicht rüber. Wir kommen darüber. Komme, was wolle.
Und das sehe ich sogar auch. Ist extra ein Weg gemacht. Nicht mit mir. Ich habe den Ort Fleckfäule entdeckt. Wo ist der Eingang? Hier unten, oder? Das ist jetzt auch wirklich nur den Kristall beschaffen, oder? Und hier hinten ist, glaube ich, sogar schon... Nee, sieht nur grün aus. Was? Ein korrumpierter Voss. So, wie ihr seht, deswegen lohnt sich das nicht gerade so sehr. Das war rechts sind vielleicht so 10 Level unter mir mit dem Equipment vielleicht. Dann könnte es eine kleine Herausforderung sein, ja. Aber nicht mit dem Level Vorstand. Den müssen wir so oder so umklatschen, weil hier hinter garantiert. Jawohl. Dann spring ich erstmal rein und dann verderben Kira. Ich komme hinterher. Ja. Plöpp, und hier nehmen wir uns jetzt gerade hier ein Stück Kristall raus. So, setzt den Kristall bei den korrumpierten Voss ein. Kein Problem, dann nehmen wir den mal hier. Ich glaube, der ist unter den Missionsgegenständen. Ja, voilà. Den packe ich mal hier hin, weil der ist nämlich direkt dann hier neben der Quickslot-Leiste. Und das finde ich dann ganz cool so. Dann kann man nämlich dann schon immer auswählen. So, wo seid ihr denn? Ach, jetzt müssen wir da durch, oder was? Das hat auch wieder ein bisschen was. Jawohl, in einer Reihe. Der ist genauso groß wie er und er ist schwächer, oder was? Achso, das ist schon korrumpierter Fass. Benutzen die Fossfähigkeit irgendwann der Kristallsplitter, was? Wie soll ich denn? Hin? Na, du bist mir lustig. Im korrumpierten Foss ein. Ja, ja, mach ich doch gerade. Wartet mal. Lass uns mal kurz durchlesen. Setzen diese Fähigkeit ein, um einem korrumpierten Voss von ihrer wahnsinnig... Okay, dann muss das irgendein... Da, der Gelbe. Halt dich zurück. Ich gebe euch Deckung. Psst. So, jetzt du gleich. Oh, hier ist noch einer, ein gelber. Müssen wir kurz warten, bis sich unsere Fähigkeit wieder aufgeladen hat. Jetzt fehlt noch einer. Ah, da hinten ist der gelbe. Sehr schön. Dann haben wir alle vier. Oh, da hinten kommen wir nicht raus. Jetzt müssen wir aber hier raus. Meditiere beim Altar. Das ist jetzt unsere nächste Herausforderung. Das wurde aber auch gesagt. Wir müssen die korrumpierten Voss beim Altar meditieren. Und danach war, glaube ich, sogar noch etwas. Aber wenigstens schön, dass hier gerade keine... Ach, da war sogar auch einer. Ah, verdammt. Egal. Das macht nichts. Nur der Altar ist in der Nähe. Ich glaube, der war sogar in der Nähe. Müssen wir jetzt nur mal gucken, wie schnell wir da hinkommen.
ausgezeichneter Schutz davor, heruntergestoßen zu werden. Ja, deswegen ist der eigentlich sogar schon fast besser. Ja, okay, der Wagtür ist ein bisschen anfällig wahrscheinlich dafür. Schauen wir mal, wo das ist. Kann ich mich ja fast wieder hier nach unten... Jo, wie ist was? Ich bin sogar sofort. Ja. Entschuldigung, aber diese Wege sind manchmal wirklich, wirklich extrem. Immer dieses Hin- und Hergelaufe. Ich glaube aber sogar, dass das unsere beiden letzten Missionen auf Voss sind. Es sei denn, hier passiert noch irgendetwas Großes, was ich mir vielleicht ein Stückchenweise noch vorstellen kann, dass da was kommt, weil das ein relativ großer Fleck ist wieder, der frei ist. Oder sagt uns wirklich dann nach dieser einen Mission halt, betritt die Ritualkammer. Das, wir machen jetzt halt gerade die dunklen Ambitionen. Aber wie gesagt, dass der dann halt nach dieser Mission sagt, okay, du musst nur mal nach da oben. Shit happens. Oder sagt dann wirklich so, jo, das war die letzte Mission und ab weg von Voss. Ich bin wirklich gespannt. Wie lange das hier noch geht, wie viele Let's Plays. So, jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Ja, wir gehen hier rechts hoch. Das geformte Gift entdeckt. Okay. Oh, 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 mach doch was. Ich gebe euch Deckung. Ihr macht doch was. Schön doof, wirklich. Das war so strohdoof. Ich hatte sie immer noch im... Oh. Nee. So, wo müssen die jetzt am besten hin hier? Ich glaube einmal hier rechts herum, oder? Hä? Ach, da hinten. Ah. Na, jump mal in die Menge. So, jetzt schnell meditieren. Vor allem schnell meditieren. Das ist ja eigentlich so wieder so ein Widerspruch in sich. Meditation dauert eigentlich immer... seine Zeit. Kehre zu Talandä zurück. Ach, der ist da unten. Was machst du mit mir? Das ist nicht... nicht so heute der Tag der Tage. Ich weiß nicht wieso, aber die Viecher sind schon ein bisschen furchteinflößend. Haben sie gut hinbekommen. Na, dann sind wir gleich da. Ich glaube, wir müssen ins Zelt rein. Ich glaube, da ist es sogar. Nee, Schmugglerphase. Jedi-Ritterphase, da ist es. Das ist das Zelt, aber ich glaube, das steht draußen, oder? Du bist nicht qualifiziert für die Jedi-Ritterphase. Okay, dann nicht. Aber hier ist Talandä, glaube ich. Genau, da war er. Da ist er. Ich habe Kidas Ritual vollzogen. Die Voss sind geläutert. Nur wenige Fremde schenken meinen Warnungen Beachtung. Ihr wisst es besser. Ihr habt Stärke. Die Albtraumlande können euch nichts anhaben. Laren Kai hat euch hierher geschickt, um Jokals Pfad zu beschreiten. Ihr seid bereit, das dunkle Herz zu betreten. Der Gormak-König kam alleine hierher. Wir haben ihn von Gormakos in die Albtraumlande verfolgt. Es gibt im dunklen Herz viele Höhlen. Jokal hat die schlimmste von allen betreten. Die finstere Höhle. Hat er nach etwas gesucht oder wollte er sie nur erforschen? Wir wissen nur so viel. Er suchte nicht nach seiner Kraft. In der finsteren Höhle lebt ein altes Übel. Alle werden von ihm angezogen und sind verloren.
Voss, Gormax, Fremde, Tiere. Wenn sie noch leben, werden sie euch angreifen. Warum? Ich werde herausfinden, woher Jokal seine Visionen hat. Egal wer oder was mich erwartet. Die Mystiker haben weise gewählt. Die finstere Höhle gab Jokal seine Kraft. Findet die Quelle. So, Leute. Aber das war's jetzt wieder von dieser Folge von Star Wars The Old Republic. Und wie immer, wenn es euch dann noch gefallen hat, wäre ich über ein Däumchen nach oben oder sogar einen Kommentar erfreut von euch. Und als nächstes können wir sogar die zwei Missionen nebeneinander fast sogar erledigen. Ich glaube, wenn wir sogar in die finstere Höhle reingehen und sie untersucht haben, müssen wir wieder zurück zu Talandee, war das, glaube ich. Steht da noch? Talandee, jawohl. Ich habe mir seinen Namen ein bisschen gemerkt. Und danach gehen wir zu dieser Ritualkammer und werden dann dort auf jeden Fall ein bisschen weiter mal nachschauen, was sich dort dann befindet. Und deswegen wieder vielen Dank fürs Zuschauen von Star Wars The Old Republic und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Also, haut rein!